und gerade für mich entschieden, wir machen nochmal eine Terrormission. Es kann ja nicht sein, dass das meine letzte Episode mehr oder weniger mit so einer langweiligen Mission endet. Irgendwas muss da noch geschehen. Was habt ihr da oben eigentlich? Eine Teamsitzung? Oh. Einsatzleitung, bitte melden. Der Psy-Test interessiert mich eigentlich schon zwischenzeitlich fast nicht mehr, aber wir schauen es trotzdem. Wieder ein Begabten, doch, jetzt ist doch wieder interessant. Ich dachte nicht, dass das funktioniert. Ich bräuchte ja immer noch einen Sunny. So, Tim Howard. Melden Sie sich, Sie sind Einzelgänger, Sie gehen alleine ins Psy-Labor, sich testen lassen. Niemand will etwas mit Ihnen zu tun haben. Ratseinsatz, gib mir einen Ratseinsatz. Nein. Ratseinsatz, jetzt mach doch irgendwas. Zeig mir irgendwas. Oh. Ja, dann nicht. Gar nichts? Kein Terror? Kein Ratseinsatz? Nix? Ja, Australien. Immer das verfolgt mich, dieses Australien. Das ist doch auch wieder irgendeine Flinte. Die haben sich doch als Aliens verkleidet, damit sie mich terrorisieren können. Das ist doch... Dieses Down Under, das ist, glaube ich, sprichwörtlich wirklich so gedacht, dass sie einen völlig an der Nase nehmen und herumführen. So, dann bastel ich natürlich, wie immer, irgendwas. Die Bastelstunde ist wieder eröffnet und gebe euch dann eine Bauanleitung. Wir folgen den Zahlen. Zeichnen nach Zahlen. Bis gleich. Nachdem letztes Mal meine Taktik nur teilweise aufgegangen ist, habe ich mich dafür entschieden, heute mal so vorzugehen. Nämlich mit unserem Ryan Dyer, die Enigma. Das ist, glaube ich, eine Dechiffriermaschine gewesen im Zweiten Weltkrieg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gedankenkontrolle. Bewaffnung ist klar, Psy-Rüstung, Plasma-Präzisionsgewehr, Plasma-Pistole. Ich habe ihm das Geistschild weggenommen. Er hat ja den höchsten Rang beim Geistschild, bei den Psy-Fähigkeiten. Das heißt, dementsprechend möchte ich dieses Mal, dass er mir eher die Gegner tötet. Damit er noch weiter im Rang steigt als erst Sergeant. Dann haben wir den Major Timmermans. Auch der ist bei der Psy-Fähigkeiten durch. Bewaffnung, Psy-Rüstung, Plasma-Gewehr, Plasma-Pistole, Geistschild. Ich sehe jetzt gerade, da werde ich noch was ändern müssen. Habe ich was vergessen zu beachten. Du bekommst gleich noch eine andere Bewaffnung. Sarah Johnson, wie immer, unterwegs, Geistrüstung, Plasmagewehr, Plasmavisor, Scope, Medikit. Colin Burns wieder mal dabei. Mein Cowboy. Als Telekinesefeld, ich benutze es zu wenig, einfach mal nur, um zu sehen, ob das klappt. Eigentlich kann ich da auch gleich was ändern. In der Bewaffnung, du bekommst dann auch ein Scope und kein Geistschild mehr. Colonel Jones ist im Gegenteil dafür wieder Gedankenkontrolle. Das heißt, du brauchst wieder im Gegenteil zu den anderen Geistschild. Und wenn ich jetzt noch einmal wieder sage, Psy-Rüstung, Plasmagewehr, Plasmapistole. Und neu dabei. Und als Rekrut sicher bestens gerüstet für diesen Kampf. Makoto Yamashita. Psy-Fähigkeiten ist klar, da kann ich nichts ändern. Mieser Trip bekommt er. Ansonsten Geistschild, damit er das auch gleich pflegen kann. Bewaffnung bei ihm, Psy-Rüstung, Plasmagewehr, Pistole, Geistschild. So sieht's aus. Jetzt ändere ich dann noch kurz was und lade euch nachher gleich zum Flug ein. Bis gleich. So, ich habe nochmal kurz umgebaut und festgestellt, ich könnte ja eigentlich logischerweise viel mehr Geistrüstungen vergeben. Also Major Timmermans hat jetzt auch eine Geistrüstung. Da er ja vor allem jetzt auf Kampf geht und der Colonel Burns genau gleich. Der ist ja auch auf Kampf. Ich glaube nämlich mit der Geistrüstung bekommen sie mehr Lebenspunkte. Gleichzeitig können sie sich auch schneller bewegen. Dann werden wir soweit und starten. Jetzt wäre es eigentlich wieder mal an der Zeit, dass wir ein Bürogebäude bekommen. Oder... schau mal, wo die fliegen. Faszinierend. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Das war ein eisiges Klima im Schiff gerade. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet.
Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Da haben wir es. Operation Faulender Nebel. Es ist tatsächlich der Plan offensichtlich der Aliens, über meine Reisetätigkeiten die Stratosphäre zu vernebeln, beziehungsweise mir die Luft abzuschnüren. Tipp des Tages, der Pulsvogel hat nur eine geringe Reichweite. Da ist sein Einsatz nicht ungefährlich. Machen wir nicht mehr. Wollen wir nicht mehr. Haben wir schon alles. Und wenn das der Terroreinsatz ist, den ich denke, genau, dann ist es wieder die bekannte Brücke. Ich könnte jetzt singen, Frankreich, Frankreich, aber die Gemma will ja nicht. Ich singe schlecht. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob das genau die gleiche Katastrophe gibt wie letztes Mal, als ich dieses Gebiet gesehen habe. Wollen wir doch mal sehen, ob wir endlich mal eine perfekte Runde hinbekommen. Also sprich, dass keine Opfer zu beklagen sind. Ich befürchte allerdings, das wird nicht klappen. Sunny, du gehst mir scouten. Damit ich weiß, ob sich bei den anderen Sturm und Schuss lohnt. Da bist du, glaube ich, in Deckung. Okay, du hast was gesehen. Hallo? Sehr schön. Sie hat was gesehen und die lösen ausnahmsweise nicht aus. Das ist gut zu wissen. Spannend. So seht ihr also aus. Was für eine Lärmkulisse. Und wie hungrig sie blicken. Und du könntest schon einen pflücken davon. Ja. Moment mal. Nee, warte noch kurz. Das wäre an sich eine gute Idee. Können wir aber immer noch machen. Das heißt, die Frage ist jetzt, ihr steht da. Würde ich theoretisch von hier die sehen können? Oder reicht das von hier dadurch? Probieren wir es mal. Dann gehen wir mal hierher. Habe ich jetzt vergessen, Sturm und Schuss auszulösen? Machen wir es halt hier jetzt. Geist. Sturm und Schuss. Bringt sie zur Strecke. Ich habe es tatsächlich vergessen. Geräusch nach. Du müsstest ja eigentlich das Gleiche sehen. Sehr schön. Jetzt warten wir noch. Ich habe eine gewisse Taktik jetzt. Nein, du hast kein... Schlecht. Okay, dann probieren wir es folgendermaßen. Dann machst du mir einfach nur zum Probieren, ob das klappt. Feldposten. Und du rennst mir jetzt ohne Tarnung hierher. Dann wird es eigentlich den anderen auslösen. Und eventuell kann ich den noch sogar pflücken. Komm. Genau, jetzt müsste der Reflexschuss kommen. Daneben! Nächstes Mal kriege ich ihn. Der Sprit geht gleich hoch. Hab ihn weggefegt. Ha, aber Reflexschüsse 3 ausgelöst. Das ist doch schön. Und du könntest den immer noch bekommen. Mit 79%. Ach, das ist der falsche. Nee. Du wartest. Du brauchst keinen Rangaufstieg mehr. Du brauchst nämlich noch einen Rangaufstieg. Und du hast nur den.
Ach, und jetzt kommt der Neuling. Was mache ich mit dir? Dich ziehen wir mal hier hinten über die Seite nach. Jetzt habe ich das richtig gesehen? Da hinten ist eigentlich... Wenn ich das richtig gesehen habe. Hier gab es doch... Habe ich... Die anderen beiden zumindest. Soll ich einen Feldposten machen? Bringt mir das was? Bringt mir eigentlich wenig. Genau, hier habe ich doch den anderen gesehen. Oder... täusche ich mich? Nein, schon einen verloren. Perfekte Runde wird das niemals. Der Sprit geht gleich hoch. Und dann müssen wir weiter kopflos vorgehen. Gehen wir mal nur hierher. Du kannst abdampfen. Bewegung. Was siehst du denn bitte? Du siehst den. Wenn ich das richtig sehe, heizt er nicht vor. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, die Frage ist, löst er ab sofort Reflexschüsse aus oder... Sie kann auf keinen Fall jedenfalls hier mit der Deckung ohne... Nee, komm, Geist. Zeit zu verschwinden. Dann machst du mir einen Scout für den Scharfschützen vielleicht. Dann kannst du eigentlich theoretisch auch gleich hier nach unten, genau. Du bist sicher, weg hier! Du siehst keinen, aber du hast ja schnelle Reflexe. Also dir dürfte ja eigentlich beim Näherkommen relativ wenig passieren. Du kommst bis... Hier wird es nur noch in Deckung sein. Vielleicht siehst du ihn sogar von da schon. Probier's mal. Ich bin da. Du bist jetzt sicher. Du siehst einen. Sehr schön. Ziel erreicht. Dann probier's doch gleich mal. Schöner Treffer. Du hättest auch schnelle Reflexe. Und könntest hier sogar in Deckung. Das heißt, hier müsstest du sogar den anderen sehen. Du siehst zwei. Du siehst den. Oder Drohne. Die Frage 65% oder... Moment, du wartest noch. Die Entscheidung lassen wir noch offen. Geh du mir hierher. Du wirst ja vermutlich die gleichen sehen. Und mein Neuling... Von hier wirst du vermutlich nichts sehen. Du siehst... glaube ich, nur den großen, dicken, genau. Nee, falscher Knopf. Mein Neuling, was mache ich denn mit dir jetzt? Würdest du den von hier sehen? Vermutlich nicht. Die Drohne würdest du vermutlich von hier auch nicht sehen. Ich nehme es jetzt zumindest mal stark an. Wo ist die Drohne nochmal? Nee, die kannst du niemals sehen. Dann probier's mir doch bitte trotzdem mal hier neben ihm. Oder Moment mal kurz. Aber das ist ja ein ganz gefährlicher Plan. Hier nach oben zu gehen? Das zählt ja nicht als Deckung. Okay. Nettes Plakat. Aber das zählt ja nicht als Deckung. Das heißt, er würde dich ja mit voller Wucht treffen. So viele Lebenspunkte hast du nicht. Boah, dann probieren wir es halt trotzdem. Du bist halt Neuling. Du schaffst das. Dann mach mir einen Feldposten. Damit dir sonst nichts passiert. Ah, schade. Der Scharfschütze sieht nichts. Das wäre eine schöne Entscheidung geworden. Dann spurt mir doch gleich hierher. Also, dann ist es eigentlich zwischen euch beiden. Du könntest noch Sturm und Schuss auslösen, aber das würdet ihr vermutlich...
absolut Blödsinn, absolut Wahnsinn, aber ich mach's natürlich für euch. Nein! Warum denn? Ich hätte die Situation so schön im Griff gehabt. Je nachdem, wenn er jetzt trifft, natürlich. 90%, dann müsstest du ja eigentlich noch mit 75, genau. Komm. Eins. Nein! Wie kann man mit 75% daneben schießen? Nein, warum denn? Warum nur? Kannst du Gedankenkontrolle irgendwas übernehmen? 97%, okay. Dann übernehme ich doch bitte den. Jetzt hoffe ich, der andere kümmert sich auch um den. Wie kann man bei 97... Nee, ihr bleibt bitte da oben. Nix machen. Nicht. Nee, kümmere dich um den hier oben. Genau, genau. Nimm ihn. Das war mein Ziel. Ist mindestens ein Schuss schon daneben. Und er trifft nicht. Wow. Aber immerhin, ein Schuss ist schon mal nicht auf mich. Weil jetzt wird's gefährlich. Au. Nicht. Nein. Oh, da heißt vor. Da heißt vor. Und er repariert. Okay. Wie viele Punkte repariert er eigentlich? 3 Punkte. Okay. Nein. Und da oben erwartet mich ein Zombie. Nein. 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 Keine Zombies. Und du nochmal ein Zombie. Wie hässlich. Renn weg, genau. Bring dich in Sicherheit. Ach. Okay. Schön, dass der ja noch ein Fahrzeug explodiert. Wäre ja sonst auch irgendwie langweilig geworden. Du hast einen Schnellschuss. Aber Moment mal, wenn ich dich so jetzt hierher bringe, dann müsstest du dem in die Seite fallen können. Gleichzeitig, wenn sich einer dir nähert, müsstest du einen Reflexschuss anbringen. Und wenn er jetzt auf dich schießt, müsstest du theoretisch dem Schuss ausweichen können. Machen wir. Hört sich nach dem Plan an. Hm, nicht mal einen Reflexschuss. Nicht den. Den großen, dicken, genau. So. 65%. Das wird nichts, aber du kannst probieren. Einmal. Ah, sehr schön. Sehr schön. Und du hast kein einziges Ziel. Soll ich dir einen Feldwache? Ich gebe dir eine Feldwache. Einfach so zur Sicherheit, falls einer reinrennt. Und der heizt vor und ich weiß nicht wohin. Das heißt, wir bringen dich... Ich glaube, hier stehst du besser. Mal sehen. Der wäre klar. Den großen könntest du ausschalten. Den hier mit 55 oder den mit 55. Wart mir noch. Bei dir ist eigentlich... Gedankenkontrolle. Null. Alles klar. Ah, aber dich kann ich bewegen. Schon jetzt. Sehr schön. Dann, kämpf doch mal bitte mit deinem Artbruder hier. Zeig doch dem mal, was eine Hake ist. Mit einem Punkt überlebt er. Nein, warum denn? Warum nur? Bei dir haben wir immer wieder noch das gleiche Problem. Du könntest mir... Ja, komm. Los, weg hier! Und wen triffst du denn jetzt nicht von hier unten? Mit 95%. Schön. Jetzt nimmst du den Kleinen nämlich mit. Nicht? Schade. Normalerweise ist der Kleine auch weg. Wir bringen dich eins näher.
Ja, eigentlich kannst du gleich... Du kannst gleich... Geh mir gleich hier hin. So. Dann haben wir den. Den. Oder den. Dann probieren wir doch den hier. Wir sehen uns in der Hölle. Sehr schön, wieder einen weniger. Und du hast auch noch zwei. Und du bist ja mein Neuling. Dann probier's mir doch mal bei dem mit Mieser Trip. 70%. Komm. Du schaffst es. Sehr schön. So gefällt mir das. Ja, und bei dir ist es dann eigentlich relativ klar. Sehr gut. Aber hier oben kommt jetzt ein Zombie. Ah, jetzt kommen die Zombies. Nein, nein. Ja, kümmere dich bitte. Da kommen nochmal zwei. Nein, noch weh. Nein, nochmal ein Zombie. Nein. Warum denn? Du bist kein Zombie, du bist Hulk. Ah, oh, 9 Schaden. Yes, es ist schon 4 verloren. Aber... Was macht ein Hulk hier, bitte? Okay, wen siehst du? Du siehst den. Für 100%. Dann könnte ich dich eigentlich auch gleich hier stehen lassen, aber... Ich weiß ja nicht, was sich in der nächsten Runde noch erwartet. Gehen wir trotzdem hier, ja? Dann kannst du die noch retten. Und jetzt ziehst du den oberen für 100%. Dann schalte den aus. Sehr schön. Bei dir ist... Du könntest natürlich immer noch Reflexschuss auslösen. Aber bei dir warten wir noch. Während du ja noch Rang als Flieger brauchst. Du hast den mit 65, alles klar. Und du siehst immer noch nichts. Ich liebe Scharfschützen, die nichts sehen. Was, du siehst selbst hier nichts? Gibt's ja nicht. Okay, dann du machst ja theoretisch noch einen Reflexschuss. Du hast auch nur ein Ziel, könntest aber theoretisch hierher den retten. Ist jetzt eventuell eine blöde Idee. Wie viele Lebenspunkte hast du denn? Ach, du hast noch volle Lebenspunkte. Dann ist die Idee nicht so blöd. Dann gehen wir doch bitte hierher. Bewegung. Kannst du mir den gleich in die Seite schießen und wenn er sich nähert, kannst du gleich nochmal schießen. Okay, jetzt erwischst du nämlich den hinteren. Sehr gut. Dann, hast du... Siehst du etwas? Nee, du siehst nichts. Das heißt... Wir bringen dich jetzt auch hierher. Falls er um die Seite kommt, kannst du einen Reflexschuss auslösen. Dich bringen wir dagegen... Soll ich jetzt? Ja, sonst bewege ich dich halt nochmal eine Runde. Du hast zwei Ziele. Du hast entweder den oder den. Dann schalt mir doch bitte den hinteren aus. Ziel eliminiert. Und befördert. Sehr schön. Ziel erreicht. Und weil es jetzt gefährlich wird, machst du mir bei dem bitte... Nee, nicht Telekinese. Fällt Quatsch. Schlechter Trip bitte. Mieser Trip. 25%. Das ist ja hässlich. 25%, das ist schlecht. Da trifft er vermutlich gar nichts. Dann, Sturm und Schuss. Dann gehst du mir hierher, fällst ihm in die Seite. So.
mal sehen, wohin er geht. Weiß ich, schade. Doch, es könnte noch. Nein, das reicht nicht. Ah, schlecht. Kleine Fehlplanung. Oder es reicht jetzt wieder neue. Nee, es reicht nicht. Schade. Kleine Fehlplanung. Ganz schlecht. Oh, nicht noch ein Toter. Nein. Ja, kommt die mir jetzt nicht auch noch hierher? Okay, du siehst wieder nur ein Ziel. 100% Trefferchance. Warte noch. Wir haben ja eigentlich noch einen Verletzten. Was? Du... Der hat nicht wirklich viel Schaden gemacht. Dann geh mir bitte wieder hierher. Und... Nee, warten wir noch. Du bist doch der... Der noch nicht den höchsten Rang hat. Ist da oben eigentlich einer? Das ist der. Der dürfte dir aber ja nicht gefährlich werden. Und hier müsstest du eigentlich den sehen von der Seite. Probieren wir es. So. Wieder nicht befördert. Schlecht. Dann könntest du dich natürlich eigentlich hierher begeben und den eventuell von oben pflücken. Da unten war doch einer. Dann machen wir es anders. Sturm und Schuss. Ich bin doch sehr sicher, dass der unten einer ist. Du hast auch schnellere... Ja, du hast auch Reflexschuss. Eben, da unten war doch einer. Ich will nicht noch einen Zombie. Dann kannst du eigentlich auch gleich schnell Feuer. Nicht sogar mit dem ersten. Sehr schön, sehr schön. Oh. Zivilist gerettet. Gegner tot mit einem Schuss. Was will man eigentlich noch mehr? Du kannst Fellposten, falls der Zombie doch näher kommt. Und... Geh mir hier hin. Da wird jetzt zwar kaum so weit kommen, aber... Kannst mir hier einen Feldpost machen. Und du hast ja eigentlich... Sollen wir... Nee, wir gehen keine Risiko mehr ein. Dann stirbt ihr jetzt ganz sicher. Mr. Burns, sie müssen eigentlich auch schon ausge... Warum? Hat jetzt das nicht gereicht? Verlagern den Angriff! Sehr schön. Ist keine Bedrohung mehr. Und er wurde auch befördert. Das läuft ja richtig wunschgemäß. Und jetzt Reflexschuss, komm. Reicht nicht. Okay. Wen haben wir denn noch nicht? Dir fehlt ja immer noch die Beförderung, wenn ich das richtig gesehen habe. Du wurdest befördert. Du hast dieses Rangabzeichen. Du hast eh ein extra Sternchen verdient. Jetzt mal kurz. Chrysaliden-Nachwuchs. Aus implantierten Chrysaliden-Eiern schlüpfen nach 3 Runden Chrysaliden aus, wenn der Zombie wird, nicht getötet wird. Ach, das ist ja schön. Wenn ich den leben würde, dann würde es doch mehr Chrysalide geben. Könnte ich ja noch mehr Erfahrungspunkte farmen. Was für eine sinnvolle Aussage. Nee, komm. Hau ihn weg. Einsatzziele erreicht. Ja, Zivilisten gerettet, nur 13 von 14. Das gibt halt wirklich nur ein Gut. Aber ich habe mich wirklich angestrengt. 13 Gegner getötet, 13 Aliens. Oh, aber es hat nicht geklappt.
Aber Beförderung hat's geregelt. Beförderung hat's gegeben. Das ist noch fast wichtiger. Und die lange Rückreise. Ach, 21. März schon wieder. Die Zeit rennt hier, das ist... Man kann sich keine Sekunde entspannen. Alles nach Plan und keinerlei Verluste. Hoffentlich verläuft jede Operation so gut. Hier gibt es sogar eine Doppelbeförderung, wenn ich das richtig sehe. Dann geben wir dir den Gefechtsscanner, brauche ich praktisch nicht mehr. Dann geben wir dir eher den verkrüppelten Schuss. Nee, schade, keine Doppelbeförderung. Was würdest du... Nein, nicht nochmal ein Sturm. Ich wollte doch nur eine Unterstützung. Schade. Und der fallende Nebel erbrachte eine Mutant-Leiche, eine Berserker-Leiche, 5 Chrysalid-Leichen, 1 Sektopoden-Wrack, 2 Drohnen-Wracks, 14 Illyrium, 23 Endlegierung, 12 Waffenfragmente. Und der Einsatztrupp, den XCOM nach Australien gesandt hat, konnte in Melbourne erfolgreich einen Terrorangriff verhindern. Die Panik hat sich in ganz Asien gelegt. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Und ich muss langsam ein Auge auf meine Hauptmission werfen, denn allzu lange kann das nicht mehr hier gehen. Aber wie sich das entwickelt, ich zeige es euch gleich. Auf bald wieder, danke fürs Zusehen.